Das Tor der Illusion. Lombus öffnete erschrocken die Augen und richtete reflexartig seinen Oberkörper auf. Seki, der immer noch vor seinem Bett wachte, wurde durch die heftige Bewegung wach. Und als er die Augen öffnete, sah er Lombus und rief erfreut: Lombus, ihr lebt! Lombus schaute sich um sich zu orientieren. Er erkannte, dass er in seinem Bett in der Universität lag. Bin ich wieder da? Fragte er etwas verwirrt. Ja, ich hatte schon befürchtet, ich hätte euch verloren. Unkraut vergeht nicht. Ach, Lombus, es ist schön, eure mürrische Stimme wieder zu hören. Seki grinste. Lombus schaute Seki zuerst streng an, doch dann überkam ihn auch ein Grinsen. Es tut auch gut, deine frechen Kommentare wiederzuhören. Danke. Was war denn nur passiert? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe das Tor verteidigt und dann wurde mir sehr schwindelig und ich habe das Tor geschlossen. Und dann wurde alles schwarz. Ich träumte dann, dass ich woanders war und... Er machte eine lange Pause und schaute sehr nachdenklich. Und? Fragte Seki. Ich weiß es nicht mehr genau. Da war ein Junge und er hat mir einiges erzählt. Doch ich erinnere mich nicht mehr daran, dass er mich gewarnt hat, wieder so einen Fehler zu machen. Ich muss ab jetzt auf mich Acht geben. Er wurde wieder kurz still und schaute nachdenklich nach unten. Doch nach einigen Sekunden richtete er seinen Blick wieder auf Seki und fragte ihn: Wie ist die Schlacht ausgegangen? Haben wir gewonnen? Ja, dank euch. Dank nicht mir, sondern uns allen. Vor allem dem Erzkanzler. Ohne das Ritual und die Flutwelle hätten wir nicht siegen können. Wie geht es den anderen überhaupt? Kann ich nicht sagen. Ich habe die ganze Zeit hier vor eurem Bett gewacht. Wir sollten den Erzkanzler suchen gehen. Er wird bestimmt über alles Bescheid wissen. Außerdem sollte er erfahren, dass ich wieder fit bin. Seid ihr dafür nicht noch zu schwach? Keine Sorge, ich fühle mich wieder okay. Mir ist zwar noch etwas schwindelig, aber solange ich nicht Magie anwende, ist alles in Ordnung. Lombus stand auf und musste erst einmal sein Gleichgewicht finden. Seki stand auch auf und stützte ihn unter den Arm, da er dachte, dass Lombus umfallen könnte. Lass nur, es geht gleich wieder, sprach Lombus. Seki ließ ihn los und Lombus schaffte es, alleine zu stehen. Nach ein paar Schritten schien er sein Gleichgewicht wieder zu haben und lief ganz normal. Sie gingen aus Lombus seinen Raum heraus und liefen dann an den Hörsaal vorbei. Wohin gehen wir? Fragte Seki. Zu den Aufenthaltsräumen der Schüler im linken Turm. Dort wird wohl der Erzkanzler gerade sein. Wie kommt ihr darauf? Während des Kampfes wurde durch die Katapulte der gesamte linke Turm zerstört. Dort wird er wohl die meiste Arbeit geben. Sie erreichten die Eingangshalle und sahen, dass viele Illusionisten vor den völlig verschütteten linken Zugang zu den Quartieren standen. Ganz voran der Erzkanzler. Lombus und Seki stellten sich hinter die Masse, die scheinbar tatenlos dazustehen schien, und rief dann: Erzkanzler? Alle drehten sich um. Zuerst waren sie verblüfft und dann fröhlich, dass sie Lombus wieder in voller Gesundheit sahen. Der Erzkanzler drängte sich durch die Massen und stellte sich vor Lombus. Seine Miene war streng, aber fröhlich, und er sprach: Lombus! Schön, euch wieder bei uns zu haben. Wie fühlt ihr euch? Ausgezeichnet. Ich übertreibe. Mein Kopf brummt und mir ist schwindelig. Aber ansonsten fühle ich mich prima. Tja, wenn das der linke Turm auch von sich sagen könnte. Der Erzkanzler drehte sich um und musterte den Schutthaufen. Wir haben wohl keine Wahl, als den ganzen Schutt so beseitigen und den Turm komplett neu zu machen. Das wird viel Arbeit. Gab es viele Tote? Der Erzkanzler drehte sich zu Lombus um. Wir wissen es nicht genau, aber wir rechnen mit 30 bis 40. Sicher können wir uns aber erst sein, wenn die Trümmer weggeschafft werden. Lombus' Gesichtsausdruck wurde traurig und betroffen. Der Erzkanzler legte seinen Arm auf Lombus' Schultern und sprach mit seiner beruhigendsten Stimme: Es tut mir leid. Wir alle haben Freunde verloren. Ich bin froh, dass ihr nicht dazu zählt. Lombus schluckte und dachte nach. Der Erzkanzler hatte recht. Auch wenn er viele Freunde verloren hatte, so konnte er sich doch freuen, dass er dem Tod von der Sense gesprungen war. Und wie geht es jetzt weiter? Eine gute Frage. Der Erzkanzler ließ seine Stimme so laut werden, dass sie im ganzen Raum zu hören war. Wir alle haben eine schwere Nacht hinter uns gebracht und sind erschöpft. Auch ich stehe am Rand meiner Kräfte. Wir sollten uns erst einmal ausruhen. Morgen wird für die Schüler der Unterricht wieder beginnen. Lombus, schafft ihr das? Lombus nickte. Da wir leider die Hälfte unserer Quartiere für die Schüler verloren haben, bitte ich euch, alle einen Zimmergenossen aus dem rechten Turm zu suchen und euch bei ihm einzuquartieren. Ihr werdet euch schon einig werden. Alle höheren Illusionisten, und damit meine ich alle die, die mindestens die vierte Stufe haben, werden sich ab übermorgen mit den Reparatur- und Aufräumarbeiten beschäftigen. Morgen haben sie noch frei. Für alle Fragen diesbezüglich
könnt ihr euch alle an mich wenden. Aber erst morgen. Heute bedarf ich erst einmal Ruhe und begebe mich deshalb in mein Bett. Hat jemand noch eine dringende Frage? In der Halle herrschte Ruhe. Gut, fuhr der Erzkanzler fort. Dann ruht euch aus. Wir alle werden unsere Kräfte brauchen. Mit einem kleinen Nicken verabschiedete sich der Erzkanzler und lief die Treppe nach oben entlang. Es dauerte eine Weile, ehe sich die Halle gelichtet hatte. Plumbus wollte auch gehen und drehte sich um. Doch ehe er einen Schritt gehen konnte, fragte ihn Seki: Und was ist mit mir? Was soll mit dir sein? Du bist ein Schüler. Wir werden uns morgen Abend im Hörsaal treffen. Aber wo soll ich hin? Der Erzkanzler sagte, dass wir uns alle einen Zimmerpartner suchen sollen. Doch ihr seid hier mein einziger Freund. Seki schaut etwas traurig, doch sein Blick erhellte sich bald, da Plumbus sprach: Dann kommst du eben mit zu mir. Ich habe genug Platz. Sie gingen zusammen in Plumbus Zimmer. Dieser holte aus einem alten Holzschrank zwei Decken und ein kleines Kissen hervor und gab sie Seki. So, das ist zwar nicht gerade luxuriös, aber hin besser als auf dem harten, blanken Boden zu schlafen. Brauchst du sonst noch was? Nein. Seki schaut etwas nachdenklich. Als er an sein altes Zimmer dachte, fiel ihm ein, dass er dort noch seine ganze Ausrüstung ist. Oder besser gesagt, dass sie ja irgendwo unter den riesigen Trümmerhaufen verborgen liegt. Plumbus, ich hätte eine Frage. Was ist denn? Meine Ausrüstung und meine Waffen liegen irgendwo in den Trümmern. Was, wenn die Illusionisten sie finden? Werden sie mich nicht in Verdacht haben? Plumbus dachte kurz nach. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich werde dafür sorgen, dass du dein Eigentum oder was davon übrig ist bekommst, ohne dass es Probleme gibt. Mach dir da mal keine Sorgen. Und jetzt schlafe. Seki legte eine Decke samt Kissen auf den Boden neben Plumbus Bett, legte sich hin und deckte sich mit der anderen Decke zu. Obwohl er heute kaum etwas getan hatte, fühlte er sich erschöpft, sodass seine Augen bald zufielen und er in einen tiefen Schlaf geriet. Der Sensei der Shadow Guilder saß an seinem Tisch und tippte mit seinen Fingern ungeduldig auf der Tischplatte herum. Es klopfte eine Tür und er rief: Herein! Und schnippte mit seinen Fingern, woraufhin die magische Tür zu seinem Quartier verschwand. Ein Shadow trat ein, verbeugte sich und legte einen Brief vor den Sensei, woraufhin er sich abermals verbeugte und wieder ging, während die Tür sich hinter ihm wieder materialisierte. Im Schein des lilanen Lichts und der tanzenden Schatten öffnete der Sensei den Brief und ein Lächeln zierte sein Gesicht. Vergnügt stand er auf und verschwand in den Geheimraum hinter dem Bücherregal, wo der Mann in der weißen Kutte wartend in einer Ecke saß. Gute Nachrichten, alles verläuft wie geplant, sprach der Sensei fröhlich. Euer Plan scheint aufzugehen. Also hat der Lord tatsächlich die Universität angegriffen, erwiderte der Mann ruhig und gefasst. Allerdings, und er hat verloren. In dem Brief steht auch, dass der linke Turm der Universität zusammengestürzt sei. Außerdem soll eine riesige Flutwelle das gesamte Brachland unter Wasser gesetzt haben. Und was ist mit dem Lord? Ich vermute, er hat sich wie üblich in Sicherheit gebracht. Tja, man kann nicht alles haben. Ich verachte ihn für seine Ehrlosigkeit. Er hat seine Leute im Stich gelassen. Ich respektiere ihn für seine Intelligenz. Er hat das Einzige gerettet, was er noch retten konnte, sein Leben. Obwohl ihr von diesem Standpunkt aus betrachtet recht habt, so finde ich sein Handeln doch feige. Doch das spielt keine Rolle. Wie geht es jetzt weiter? Ich werde meine Leute sammeln und das Schloss des Lords angreifen. Er hat nur einige Wachen dagelassen, sodass wir leichtes Spiel haben werden. Ist das Schloss erst einmal erobert, dann kommt ihr an die Reihe. Sofern das Amulett des Rocks auch dort ist, warum sollte der Lord ein dermaßen starkes Artefakt so unbewacht lassen? Weil er nicht um seine Stärke weiß, so wie ich, bevor wir uns trafen. Damit habt ihr wohl recht. Ihr solltet euch glücklich schätzen, mich getroffen zu haben. Sonst würden eure Pläne scheitern. Der Sensei schaut etwas grimmig. Seid nicht zu frech. Ohne mich werdet ihr nichts. Ihr müsst bloß einen Zauber sprechen und dafür bekommt ihr dann eine ganze Stadt. Ein ziemlich teurer, bezahlter Spaß. Ihr vergesst anscheinend etwas. Was bitte soll ich denn vergessen haben? Ihr bekommt dafür eine ganze Provinz. Das sollte Anreiz genug für euch sein, mich zu dem Amulett zu führen. Der Sensei biss sich auf die Zunge, denn er wusste, dass der Mann recht hatte. Doch ihm gefiel sein respektloser Ton nicht. Er atmete tief durch und fasste sich wieder. Ja, ich werde jetzt meine Leute versammeln. Heute Abend werden wir mit dem Sturm beginnen. Der Sensei verließ sein Quartier und lief zu den Quartieren der Großmeister und Meister. Diese beauftragte er, alle Fortgeschrittenen und Adepten zusammenzurufen und in den Innenhof zu führen. Er selbst lief zu dem Innenhof und wartete etwa 10 Minuten. Dann waren alle erschienen. Vor ihnen erstreckte sich ein Heer aus Shadows, die alle in schwarzen Schleichsachen gekleidet waren. Das Heer bestand aus 6 Großmeistern, etwa 20 Meistern, 100 Fortgeschrittenen und 250 Adepten, völlig ausreichend für einen Angriff auf das Schloss.
Während die Fortgeschrittenen und Adepten plus zwei leichte Dolche bei sich trugen, so hatten die Meister zudem noch ein Schwert und Schuriken, und die Großmeister verfügten sogar über Rauch- und Blitzbomben. Der Sensei war sichtlich zufrieden und fing mit lauter, heroischer Stimme an zu reden: Liebe Großmeister, Meister, Fortgeschrittene und Adepten, ich habe euch zusammengerufen, um etwas Wichtiges mit euch zu sprechen. Der Lord Tralala, unser großer Feind, der schon lange unser Wachstum hindert und uns töten will, hat vorige Nacht in seinen Größenwahn nach noch mehr Macht abermals ein Gesetz der Vernunft gebrochen. In seiner unermesslichen Gier hat er sich die Dreistigkeit erlaubt, Erastu, die große Universität der Illusionisten, anzugreifen, um sie sich zu eigen zu machen und noch mehr Macht zu erlangen, mit der er noch mehr Städte unter seiner Diktatur zu bekommen hoffte, um seinen eigenen Reichtum zu mehren. Doch er hat versagt. Die Illusionisten haben sein Heer vernichtend geschlagen und er selbst ist unehrenhaft geflohen und ließ seine Männer im Sterben zurück. Lange schon mussten wir mit ansehen, wie er sein Volk unterdrückte und ausbeutete. Lange schon hat er uns, die sich ihnen als einzige widersetzen, Widerstand geleistet. Doch jetzt, meine Lieben, jetzt hat er einen entscheidenden Fehler gemacht. Sein Schloss ist, bis auf wenige Wächter, unbewacht. Jetzt haben wir die Chance, sein Terrorregime ein für allemal zu beenden. Wir müssen jetzt und heute zuschlagen und die Fesseln seiner Gier zerschlagen. Ich möchte einen Staat, in dem Frieden herrscht, in dem sich jeder frei bewegen kann, in dem jede Meinung geachtet wird. Ein Staat, in dem man nicht in Armut und Hunger leben muss. Freunde, kämpft ihr mit an meiner Seite? Die Masse schrie begeistert: Ja! Und das Grinsen des Senseis wurde verschmitzt und breit. Er hatte seine Leute genau dort, wo er sie haben wollte. Und so sprach er weiter: Dann rudert euch aus. Heute, gegen Sonnenuntergang, stürmen wir sein Schloss. Bereitet euch auf diesen heroischen Sieg vor. Ich werde die Schlachtpläne ausarbeiten. Ich danke euch für euer Gehör. Der Sensei verschwand in seinen Raum und die anderen Leute zogen sich ebenfalls in ihre Quartiere zurück. Als die Tür hinter dem Sensei schloss, lief er an seinen Tisch und an den Bücherregalen vorbei, direkt auf die hintere Wand zu und lichtete auf sie hindurch. Sie war wohl auch nur eine Illusion, um den Raum, der dahinter lag, vor neugierigen Augen zu schützen. Der Raum hatte dieselbe mysteriöse und unheimlich anmutende Atmosphäre wie die anderen Räume des Senseis, da auch hier lilanes Licht flackerte und an den Wänden und der Decke sich Schatten schnell bewegten, wie als würden sie einen berauschenden Tanz vollführen. Auf den ersten Blick sah der Raum auch von der Einrichtung genau wie der des Senseis aus, da auch hier eine Vielzahl von Regalen standen, durch die mittig ein schmaler Gang führte. Der einzige Unterschied bestand darin, dass hier kein Tisch stand. Der Sensei lief den schmalen Gang entlang und bog in das dritte Regal ein. Hier standen keine Bücher, sondern das Regal war über und über mit alten Schriftrollen und Pergamenten gefüllt. Er kramte eine Weile herum und zog dann eine der Schriftrollen heraus, die er mit in den ersten Raum nahm und auf den Schreibtisch ausbreitete. Es war der Bauplan des Schlosses, in dem alle wichtigen Details eingezeichnet waren. Der Sensei studierte nun den Plan sehr genau und machte sich auf ein Stück Papier Notizen, sodass der Nachmittag bereits vergangen war, als er seinen Angriffsplan endlich fertig hatte. Er ging aus seinem Raum heraus und eine Etage weiter nach oben zu den Großmeistern, die er sogleich zusammenrief. Sie trafen sich in einen Saal, der sich ebenfalls in dieser Etage befand und wohl für mehrere Personen geplant worden war, da es noch mindestens 20 freie Sitzplätze gab. Als sich alle Großmeister an die Tafel gesetzt hatten, begann der Sensei mit seinen Ausführungen. Er zeigte auf dem Pergament auf einen Raum, der weit im hinteren Teil des Schlosses lag. Dies ist der Schlafsaal für die Kanzler des Lords. Solange er nicht anwesend ist, haben sie die Entscheidungsgewalt über alles. Wenn wir es bis dorthin schaffen und die Kanzler gefangen nehmen, so können wir sie für unsere Zwecke einsetzen. Um dorthin zu kommen, gibt es im Eigentlichen drei Wege. Er fuhr mit den Fingern nach vorne zum Futtertor. Das Futtertor wird gut bewacht und selbst wenn wir ihn durchgehen, müssen wir uns den ganzen Weg zum Schlafsaal durchkämpfen. Sein Finger lief zur Ostseite des Schlosses. Hier befindet sich der Lieferanteneingang. Allerdings wird der wohl auch bewacht werden, da er für Diebe der einfachste Zugang ist. Sein Finger fuhr auf die Westseite, auf einen großen Raum, der direkt neben dem Schlafsaal lag. Das sind die Aufenthaltsräume für die Wachen. Sobald wir Alarm auslösen, werden sie von dort aus in Scharen herausstürmen. Ein Großmeister kratzte sich am Kinn und sprach dann: Also, gibt es keinen Weg ohne Kampf? Mit etwas List werden wir auch ohne Kampf eindringen können. Hier ist mein Plan. Zwei von euch nehmen die Adepten und die Fortgeschrittenen mit. Ihr werdet euch als Bürger verkleiden und vor dem Haupttor eine Revolte vortäuschen, in der ihr mehr Freiheit und niedrigere Steuern fordert.
die wenigen Wachen, die das Tor bewachen werden, nach Verstärkung schicken lassen, damit sie euch unter Kontrolle halten können. Provoziert sie aber nicht zu sehr, sonst werden sie wohl gewalttätig gegen euch vorgehen. Ich schlage vor, Gaichon und Hutzi übernehmen das. Er richtete seinen Blick auf die zwei Großmeister, die rechts von ihm saßen. Schließlich leitet ihr hauptsächlich das Training und habt eine direkte Verbindung zu den Fortgeschrittenen und den Adepten. Wir übernehmen das. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Antwortete Kaichon überzeugt. Gut. Währenddessen wird sich einer von euch, ich würde vorschlagen Yuzhe, da er sich auf Verkleidung und Täuschung spezialisiert hat, zum Lieferanteneingang mit einem Heukarren und vier Meistern bewegen. Die Wachen werden das Heu mit Sicherheit durchsuchen. Deswegen sollten sich die Meister unter den Karren verstecken. Seid ihr drin angelangt, so begebt ihr euch in den Aufenthaltsraum für die Wachen, der durch die Revolte leer sein wird. Habt ihr das geschafft, so müsst ihr das Gitter an der Westseite abmontieren. Dazu werdet ihr kleine Handsägen mitnehmen. Schafft ihr das, Yuzhe? Er grübelte kurz. Ich denke schon. Doch was, wenn doch nur ein paar Wachen da sind? Dann müsst ihr sie umgehen oder ausschalten. Ich werde mein Bestes geben. Der Sensei nickte ihm als Zeichen seiner Zufriedenheit zu. Habt ihr das Fenster abmontiert? So werden ich und die anderen Großmeister mittels einer Leiter in den Aufenthaltsraum eindringen. Zusammen werden wir uns dann vorsichtig in den Schlafsaal begeben und die Kanzler gefangen nehmen. Mit ihrer Hilfe werden wir dann die Wachen und unsere Kontrolle bekommen. So wie den Rest von Geldnot. Hat noch jemand Fragen? Was wird mit den restlichen Meistern? Fragte Yuzhe. Sie werden hierbleiben und unsere Gilde bewachen. Wir sind genug Leute und können sie dort nicht gebrauchen. Yuzhe nickte. Gut. Besorgt euch die Ausrüstung und eure Leute. Erklärt ihnen unsere Taktik und macht euch zum Aufbruch bereit. Wir treffen uns zu Sonnenuntergang im Hof. Und wehe, jemand tanzt aus der Reihe. Der Großmeister stand auf und verließ den Raum. Der Sensei rollte die Karte wieder zusammen, ging in seinen Raum und legte sie in das Regal zurück. Dann ging er zu dem Geheimraum, wo der Mann in der weißen Kutte schon wartete. Wie stehen die Dinge? Fragte er. Bestens. Die Großmeister treffen gerade die letzten Vorkehrungen und zu Sonnenuntergang werden wir vorrücken. Und was bitte ist nun meine Aufgabe? Euch können wir bei der Eroberung nicht gebrauchen. Wartet unseren Sieg ab und bittet morgen Nachmittag bei den Wachen um eine Audienz mit mir in meinem neuen Schloss. Sagt, ihr seid wegen der Sache da. Dann werden sie euch passieren lassen. Wie ihr meint. Ich wünsche euch gutes Glück. Das brauche ich nicht. Ich kann mich auf meine Fähigkeiten verlassen. Wenigstens einer. Seid still. Ich habe keine Lust, mit euch schon wieder darüber zu streiten. Dafür bin ich viel zu gut gelaunt. Ich weiß, dass ihr mir nicht traut, aber das müsst ihr nicht ständig erwähnen. Ihr habt recht, es ist völlig überflüssig, mit euch darüber zu reden. Ihr werdet eh nie dem Pfad der Tugend wählen. Der Sensei schaute streng. Soll ich euch mal etwas über den Pfad der Tugend erzählen? Soll ich euch verraten, weswegen ich ihn nicht beschreite? Bitte. Der Sensei wurde kurz still und sprach dann, weil er nutzlos ist. Der Tugendhafte verbringt sein Leben damit, es für andere einzusetzen und ihnen zu helfen. Doch dabei bekommt er nur wenig zurück. Ich stehe lieber auf der Seite, die bekommt und nicht gibt. Und das findet ihr richtig, ja? Der Sensei schaute grimmig, wandte sich um, lief aus dem Raum und sprach, und, auf welcher Seite steht ihr? Er wartete kurz vor der geheimen Tür auf eine Antwort, doch er bekam keine. Ein Grinsen machte sich auf sein Gesicht breit, er wusste, dass er diese Diskussion gewonnen hatte. Als er den Raum verlassen hatte, durchsuchte er seinen Schreibtisch nach der Ausrüstung, die er brauchte. Nach einigen Suchen war er fündig und hatte alles, was er wohl brauchen würde. Neben seinem Schleichanzug, einer Handvoll Shuriken, seinen Wakizashi und einigen Rauchbomben nahm er auch noch ein paar Dokumente mit, die er sorgfältig verstaute. Die Sonne war bereits am Sinken, sodass der Sensei in den Hof ging, wo er auf seine Leute warten wollte. Dort angekommen nahm er sich auch noch eine Leiter, die er dringend für die Operation brauchte. Nach einigen Warten war der Hof im Rot der untergehenden Sonne gehüllt und die anderen Gildenmitglieder trafen wie vereinbart ein. Sie hatten sich bereits in die vorher besprochenen Teams gruppiert, von denen jeweils der bzw. die Großmeister standen und auf den Abmarschbefehl des Senseis warteten, der auch gleich folgte. Hat noch jemand Fragen? Dann stellt sie jetzt. Keiner erhob seine Stimme. Nun gut, dann wird es Zeit, das Schloss zu stürmen. Seid achtsam. Dies ist wohl die wichtigste und ehrenvollste Mission, die die Shadow-Gilde seit ihrer Existenz je ausführen musste. Wir dürfen nicht versagen. Auf sie! Für die Shadow-Gilde! Er hob seine Hand mit dem Schwert. Dies machten die anderen Gildenmitglieder ihm nach und schrien ebenfalls: Für die Shadow-Gilde!
Daraufhin bewegten sich die Teams aus dem Hof hinaus, sodass nur noch der Sensei mit den drei übrig gebliebenen Großmeistern dastand. Unter seiner Führung bewegten sie sich aus der Gilde hinaus und folgten in einem Abstand von etwa 100 Metern dem ersten Team, das die Revolte anzetteln sollte. Sie liefen auf direkten Weg zum Schloss, indem sie über den menschenleeren Markt liefen. Es verwunderte den Sensei nicht, dass keine Menschenseele mehr draußen war. Der Lord hatte die meisten Wachen mitgenommen, sodass nur wenige zum Schutz geblieben waren, wodurch die Angst der Bürger vor den Shadows stark angewachsen war. Sie hatten wenig, doch dieses wenige wollten sie sich nicht stehlen lassen. Auf dem Markt war das zweite Team zu sehen, das sich einen Heukarren angeeignet hatte, unter dem sich die meisten versteckt hielten. Bald darauf kam auch das Schloss in Sicht. Mit den letzten Strahlen vor der Nacht erhellte die Sonne das aus grauen Basaltsteinen bestehende Gemäuer. Das Tor war etwa 5 Meter hoch und ebenso breit, doch es wirkte alt, da das Holz dunkel war und mutrig erschien. An den kleinen Türmen neben dem Tor bahnten sich Schlingpflanzen ihren Weg nach oben und ihre weißen Blüten schienen im Sonnenglanz rosa zu leuchten. An den Ecken des Schlosses waren kleine Risse im Gemäuer zu entdecken, stille Zeugen von alten Kämpfen, wo das Land noch reich an Rohstoffen war und Hunger ein Fremdwort war. Alle paar Meter hing am Schloss eine Fackel, die gerade genug Licht schuf, um das Schloss in der Dunkelheit nicht zu übersehen. Das Flackern der Flammen im Wind erschuf auf dem Boden kleine Lichtkegel, die sich unregelmäßig bewegten. In etwa 3 Meter Höhe befanden sich Schießscharten, die man jedoch nur erahnen konnte, da das Licht der Fackeln dafür zu gering war. Vor dem Tor standen 4 Wachen, und als diese die große Masse sahen, die sich auf das Schloss zubewegte, sah man, wie sich in ihrem Gesicht Angst breit machte. Als die Meute etwa 10 Meter von den ersten Stufen zum Tor entfernt war und die Wachen sich sicher waren, dass das Ziel der Meute das Schloss war, öffnete einer das Tor, beugte sich aufgeregt hinein und schrie etwas, worauf er das Tor sogleich schloss. Sicher war sein Schrei laut, doch in der Masse der Pseudodemonstranten mit ihrer lauten Geräuschkulisse war er nicht zu hören. Der Sensei und das Team mit den Heuwagen warteten in sicherer Entfernung auf den angestrebten Moment. Und jetzt war es soweit. Der Sensei mit den Großmeistern bewegte sich auf der dunklen Schotterstraße zur Westseite des Schlosses und versteckte sich dort, während das Team mit den Heuwagen sich zur Ostseite bewegte und darauf wartete, dass, wie geplant, Verstärkung für die Wachen geschickt würde. Zum selben Zeitpunkt stand das erste Team, das sich wie arme Bauern verkleidet hatte, genau vor der Treppe zum Tor, sodass sie nur wenige Stufen von den Wächtern entfernt waren, die sich am oberen Ende der Truppe in einer V-Form-Position gestellt hatten und ihre Speere nach vorne hielten, für den Fall, dass die Meute angreifen sollte. Doch das passierte nicht. Stattdessen trat ein Bauer, der eine Sichel in der Hand hielt, langsam auf die zweite Stufe der Treppe vor. Es war Kaichon und er sprach: Hört uns an! Wir verlangen mehr Gerechtigkeit! Es kann nicht sein, dass wir so hohe Steuern zahlen und in Hunger leben müssen, während euer Herr ständig reicher wird! Eine der Wachen, die eine rote Feder an seinem Kohlhelm hatte und wo er einen höheren Rang vertrat, sprach: Wir können euch verstehen, doch wir können nichts daran ändern. Geht nach Hause, der Lord wird euch anhören, sobald er wieder da ist. Wir brauchen das Essen jetzt! Unsere Kinder haben Hunger! Wir nagen nicht nur sprichwörtlich am Hungertuch. Wisst ihr, was es gestern zum Abendbrot gab? Ratatouille auf Hungerart! Das ist ein neues Rezept, hat meine Frau selbst kreiert. Es ist eine Ratte, die mit Gras gefüllt wird. Aus Innereien macht man damit viel Wasser eine leckere Soße. Als Beilage gab es gedünstete Holzspäne. Na, wir haben sie auch schon mal hochprobiert, aber das hat so gestachelt, dass wir keinen Appetit mehr hatten. Das ist doch kein Zustand! Wir wollen wieder was essen! Wir sind Armut gewohnt, aber jetzt hat sie ein solches Ausmaß erreicht, das nicht mehr zum Aushalten ist! Ich verstehe eure Einwände, aber ich kann nichts tun. Kaichon drehte sich um, erhob seine Hände und rief: Mehr Geld für mehr Leben! Der Lord soll's uns geben! Die Masse stimmte mit ein und alle wiederholten diesen Slogan fortlaufend, während sie ihre Hände drohend hoben. Die Wachen gingen eingeschüchtert einen Schritt zurück. Sie wussten genau, dass sie gegen diese Masse absolut keine Chance hätten. Doch dann kam die Rettung. Das Tor öffnete sich und etwa 50 Wachen traten heraus und stießen die Demonstranten in einen kleinen Radius um die Treppe zurück und hielten diese Stellung. Das Team unternahm jetzt nichts weiter. Sie wiederholten nur ihren neuen Slogan, denn ihr Ziel war erreicht. Als Yuzhe das sah, gab er dem Pferd, was den Heuwagen zog, einen leichten Peitschenhieb und bewegte es zum Lieferanteneingang. Der Eingang war ein ebenso großes Tor wie das am Vordereingang, doch nur 2 Wachen standen davor. Diese hielten den Heuwagen an und sprachen: Was wollt ihr hier? Yuzhe bemühte sich, seine Stimme trocken und alt klingen zu lassen, denn obwohl er schon über 60 Jahre alt war und sein Gesicht viele Falten zierten, so war er durch das Training doch fit geblieben. Junger Mann, ich bin alt
meine Knochen gebrochen und ich muss mir doch auch mein Geld verdienen. Lasst mich doch nur hinein, es ist bloß Heu für eure Pferde. Der Lord hat es bestellt, bevor er losgezogen war. Wartet einen Moment, alter Rabe. Die eine Wache lief um den Wagen herum und stach in das Heu hinein. Doch sahen nicht die Meister, die sich geschickt an die Unterseite des Wagens geklammerten und wie ein paar Holzbalken wirkten. Jutze wäre am liebsten aufgesprungen und hätte den Wächter ausgeschaltet, hat er ihn doch mit alten Raben beschimpft. Er war schon immer sehr heißblütig, doch während der vielen Jahre des Trainings als Shadow hatte er gelernt, sich zusammenzureißen, sodass er ungerührt auf dem Wagen verharrte. Als die Wache mit der Inspektion fertig war, winkte sie ihren Kollegen zu und rief: Mach das Tor auf, bevor uns der alte Mann hier noch das Zeitliche segnet. Er wandte sich Jutze zu. Hinein mit euch, der Stall ist gleich den zweiten Gang rechts. Jutze nickte und grinste freundlich. Natürlich war dieses Grinsen nur künstlich aufgesetzt, denn Jutze war doch erbost, da ihn der frische Ton der Wache sehr missfiel. Als das Tor offen war, sah er den Innenhof des Schlosses. Im Zentrum war im fahlen Schein des roten Mondes, der von dicken Wolken verdeckt wurde, die sein Licht hemmten, ein großer Springbrunnen zu erkennen. Er bestand im Wesentlichen aus einem kreisförmigen Becken, in dessen Mitte vier steinerne Fische auf ihren Schwanzflossen standen und auch oben in die Mitte auf eine Frauenfigur blickten, die nur mit einem leichten Tuch bekleidet war, das nur wenig Raum für Fantasie ließ. Sie hatte schulterlanges Haar, ihr Kopf war nach unten geneigt und sie wirkte durch ihre geschlossenen Augenlider traurig. In ihren Händen hielt sie über ihren Kopf einen Krug, der nach unten gekippt war, sodass dort Wasser nach unten floss, während die Fische das Wasser nach oben über die Frau spritzten. Um den Brunnen herum befand sich ein Bauergarten, der in vier Teile untergliedert war. Die Teile wurden durch Wege getrennt, wobei in der Mitte der Wege der Brunnen stand. Der Weg Richtung Süden führte wohl zum Tor, der Weg im Norden hingegen in die inneren Gemächer. Wohin es am Westen ging, wusste Jutze, der am Ende des Ostweges stand, nicht. Ehe man den Innenhof erreichte, führten zwei Wege nach rechts und einer nach links. Jutze tat wie geheißen und nahm den zweiten Weg rechts, wo er nach einigen Metern am Stall war. Die Ställe sahen sehr gepflegt aus, doch sie waren leer, da der Lord alle Pferde mit in die Schlacht genommen hatte. Jutze ließ sein Pferd anhalten und die Meister kamen unter dem Wagen hervor. Zusammen luden sie das Heu ab und legten es in den Vorratsraum, der gleich rechts neben den Ställen stand. Als sie fertig waren, schlich sich Jutze zur Ecke vor. Die Meister stellten sich hinter ihn und warteten auf sein Kommando. Er wartete eine Weile, um seine Aufmerksamkeit zu schärfen, und es funktionierte, denn er hörte Stimmen. Sag mal, macht deine Frau immer noch so ein Theater, nur weil du immer die Nachtschicht übernehmen musst? Fragte die erste Stimme. Ja, ja, was regt sich denn nur so auf? Letztens erst kam sie wieder und schrie mich an, dass ich doch gleich auf Dienst bleiben soll und nicht mehr nach Hause kommen brauche, wenn ich die Arbeit eh mehr liebe. Da war ich dann stinksauer und hab sie angeschrien, pass auf! Ich muss die ganze Zeit arbeiten, damit wir was zu essen haben. Ich muss die Nacht draußen verbringen und du hast dich gefälligst, um den Haushalt zu kümmern. Deswegen nimmst du jetzt den Besen und fegst. Wenn ich dann früh nach Hause komme, will ich ein Hähnchen haben, ist das klar? Und dann hörst du sofort auf zu meckern. Echt? Das hast du so zu ihr gesagt? Naja, so ähnlich. Also ich hab gesagt, Schatz, beruhig dich doch bitte, ich muss doch auf Arbeit, damit wir was zu essen haben. Jutze blickte vorsichtig um die Ecke. Das Gespräch kam von den zwei Wachen am Lieferanteneingang, die scheinbar unachtsam waren, sodass er beschloss, den Weg bis zum Innenhof zu rennen und dann sofort nach rechts zu biegen. Die Meister folgten ihnen und so standen sie bald alle an der Ostwand im Innenhof, am Rand des Bauerngartens. Jutze blickte noch einmal vorsichtig um die Ecke, um zu sehen, ob die Wachen auf ihn aufmerksam geworden waren. Doch diese hatten nichts mitbekommen. Sie diskutierten weiter. Jutze lief an der Wand entlang und kam zum Nordtor des Innenhofes. Er schaute sich nochmal um. Der ganze Hof war leer und das Südtor, das er jetzt sehen konnte, war geschlossen.